Wie man aus einem einfachen Netzwerk aus Dioden und Kondensatoren eine vorhandene Spannung fast beliebig erhöhen kann, das sehen wir uns heute an. Wenn ihr wissen wollt, wie das funktioniert, wofür solche Spannungen geeignet sind und wie man die Eigenschaften positiv beeinflussen kann, dann solltet ihr jetzt dranbleiben. Herzlich willkommen zu einem neuen Schaltungstechnik-Video. Das Grundelement solcher Spannungsvervielfacher ist ein Spannungsverdoppler. Darum werden wir uns zunächst die Arbeitsweise einer Spannungsverdopplerschaltung ansehen. Durch Kaskadierung, also Hintereinanderschaltung solcher Elemente, kann man die Spannung immer weiter erhöhen. Am Eingang wird eine Wechselspannung benötigt. Gleichspannungen müssen also vorher zerhackt und in eine Wechselspannung umgewandelt werden. Das Grundelement stammt vom französischen Physiker Paul Villard und ist deshalb als Villard-Schaltung bekannt. Die Grundidee dahinter will ich mal etwas unkonventionell erklären, indem wir uns mal einen Ausschnitt aus einem alten Video, nämlich Grundlagen der Stromversorgung, ansehen. Schauen wir mal rein. Was auch gern übersehen wird, am Gleichrichter liegt in Sperrrichtung die doppelte Spitzenspannung. Denn während an der Trafoseite die maximale negative Spannung anliegt, liegt an der anderen Seite der Diode ein voll positiv aufgeladener Kondensator. Also, bei so einer Gleichrichterschaltung lädt sich der Kondensator über die Diode auf die Spitzenspannung einer Halbwelle auf. Während der anderen Halbwelle, also der Sperrphase der Diode, sinkt die Spannung an der Anode der Diode bis auf die negative Spitzenspannung. Damit ist die Spannung über der Diode in der Spitze doppelt so hoch, also zweimal UDAC. Was wäre also, wenn wir die Spannung nicht über dem Kondensator, sondern über der Diode abgreifen würden? Mit anderen Worten, wir vertauschen die Elemente. Bei einer positiven Spannung an der Anode der Diode wird der Kondensator aufgeladen. Die Diode verhindert, dass sich der Kondensator bei umgekehrter Polarität wieder entlädt. Die Spannung an der Diode folgt weiter dem Eingangsspannungsverlauf, wobei an der Kathode, also unserem Ausgang, die Ladespannung des Kondensators dazukommt. Die Eingangswechselspannung bewegt sich um die Nulllinie herum. Der Kondensator hat sich auf den Spitzenwert der positiven Halbwelle aufgeladen. Am Ausgang addieren sich beide Spannungen, sodass die Ausgangsspannung jetzt zwischen 0 und der doppelten Spitzenspannung schwankt. Obwohl die Spannung jetzt nur noch positive Werte annimmt, ist es doch keine besonders brauchbare Gleichspannung. Der Schweizer Heinrich Greinacher kam auf die naheliegende Idee, die Schaltung mit einem Kondensator zu ergänzen, der die pulsierende Gleichspannung glättet. Die Diode sorgt wieder dafür, dass sich der Kondensator nicht wieder rückwärts entlädt. Hier die Spannung vor und nach der Glättung. Leider ist die Spannung nicht sehr stark belastbar, weshalb sie kaum als Betriebsspannung für beliebige elektronische Geräte taugt. Die Anwendungen beschränken sich daher mehr auf die Bereitstellung statischer Spannungen und Spannungen für Schaltungen mit sehr geringem Strombedarf. In der Vergangenheit wurden solche Vervielfacherkaskaden zum Beispiel für die Hochspannungserzeugung in Fernsehgeräten benutzt. Mit ein paar Experimenten werden wir mal überprüfen, welche Einflussfaktoren die Belastbarkeit der Spannung verbessern können. Neben den Dioden nehme ich Kondensatoren mit 10 Mikrofarad Kapazität. Am Eingang benutze ich einen alten Röhrenheiztrafo mit einer Leerlaufspannung von etwa 7,5 Volt effektiv. Das sind in der Spitze ca. 10,6 Volt. Am Ausgang messen wir rund 19,6 Volt im Leerlauf. Wir dürfen nicht vergessen, dass an den Dioden auch eine Spannung abfällt, wodurch wir nicht ganz die doppelte Spannung bekommen. Ohne Last haben wir eine saubere Gleichspannung. Probieren wir verschiedene Lastwiderstände aus. Als erstes 20 Kiloohm, was etwa 1 mA Stromaufnahme entsprechen müsste. Die Spannung sinkt bereits auf 17,2 Volt. Die Gleichspannung bekommt schon einen deutlichen Brummanteil. Jetzt 10 Kiloohm. Die Spannung ist schon etwa um 4 Volt gesunken, bei gerade mal 1,5 mA. Treiben wir es noch weiter. 4,7 Kiloohm. Wir haben nur noch 12,5 Volt.
jetzt 1,8 Kiloohm. Mit 8,1 Volt liegt die Spannung effektiv sogar schon unter der einfachen Spitzenspannung, also von Verdopplung keine Rede mehr. Und es fließen gerade mal 4,5 mA. Über der Spannung liegt schon eine Brummspannung von mehr als der Hälfte. Die Kondensatoren können offenbar die Spannung nicht ausreichend puffern. Was passiert also, wenn wir die Kondensatoren vergrößern? Wir machen den gleichen Versuch mit 100 Mikrofarad. Bei 20 Kiloohm bleibt die Spannung noch recht stabil und hat kaum einen Brummanteil. Bei 10 Kiloohm haben wir immer noch 18,8 Volt und die Brummspannung ist noch sehr gering. Auch bei 4,7 Kiloohm geht die Spannung noch nicht so in die Knie wie vorhin. Und jetzt der Härtetest mit 1,8 Kiloohm. Die Spannung sinkt auf 16,7 Volt und der Brummanteil ist nicht mehr zu übersehen. Insgesamt waren die Ergebnisse aber wesentlich besser als mit den kleinen Kondensatoren. Halten wir also fest, mit höheren Kapazitäten bekommen wir eine stabilere Spannung. Allerdings kann es bei einer Kaskadierung, um höhere Spannung zu bekommen, auch länger dauern, bis die volle Ladung erreicht ist. Womit können wir das Ergebnis noch verbessern? Es müsste sich doch positiv auswirken, wenn die Kondensatoren in kürzeren Abständen nachgeladen werden und auch nicht so lange die Ausgangsspannung puffern müssten. Mit anderen Worten, wir erhöhen die Frequenz der Eingangsspannung. Dazu benutze ich jetzt den Funktionsgenerator. Es kommen wieder die 10 Mikrofarad Kondensatoren zum Einsatz. Im Leerlauf messen wir 18,9 Volt bei 50 Hertz. Ich nehme jetzt gleich die Maximallast von 1,8 Kiloohm und die Spannung sinkt auf 7,4 Volt. Bei 60 Hertz sind es 8,1 Volt, 8,7 Volt bei 70 Hertz und wir gehen höher, 80 Hertz, 90 Hertz. Bei 100 Hertz steigt die Spannung schon auf 10 Volt. Bei der zehnfachen Frequenz, also 500 Hertz, kommen wir bis auf knapp 13 Volt bei immerhin 7,3 mA. Vielleicht können wir noch besser werden, wenn wir am Eingang eine effektivere Spannung als einen Sinus nehmen. Wie wäre es mit einem Rechteck? Das würden wir ja erhalten, wenn wir eine Gleichspannung zerhacken. Hier bringen wir es bei immerhin 9 mA auf knapp 16 Volt. Die Überschrift war aber nicht Spannungsverdoppler, sondern Vervielfacher. Dazu müssen wir einfach mehrere Villard-Greinacher Zellen aneinander reihen. Mit jeder Stufe erhöht sich die Spannung am Ausgang um die doppelte Eingangsspannung. Bis auf den ersten Kondensator müssen alle weiteren Kondensatoren und die Dioden für die doppelte Eingangsspitzenspannung ausgelegt sein. Auch das wollen wir natürlich in der Praxis überprüfen. Nach dem ersten Verdoppler haben wir wieder knapp 20 Volt. Im nächsten Schritt knapp 40 Volt. Und nach der dritten Stufe fast 60 Volt. Achtung, von Spannungen über 60 Volt sollten Anfänger besser die Finger lassen. Die Experimente könnten sonst schnell lebensgefährlich werden. So, ich hoffe, dem einen oder anderen hat das Video was gebracht. Die Versuche sollen euch animieren, vielleicht selbst mal mit verschiedenen Werten zu experimentieren. Über ein positives Feedback würde ich mich wie immer freuen und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Video wieder.